aus erster Hand. Lisa König und Jan Böhmann im Gespräch mit Cornelia Funke. Liebe Studierende, schön, dass Sie da sind. Jetzt zu unserem jetzt erst verschobenen Talk und jetzt endlich realisierten Talk. Wieder mit Cornelia Funke, dieses Mal zum Thema Science Fiction, ferne Welten und fremde Geschichten und was man sich darunter so vorstellen kann. Wir freuen uns sehr, dass das jetzt wieder mit stattfinden kann. Der erste Talk dieses Jahr fällt mir gerade auf. Ansonsten haben wir immer nur so privat gequatscht und mit anderen Projekten. Ja, und wir haben gerade schon über Tierärzte gesprochen und das ist eigentlich eine schöne Anmerkung, denn wenn man auf einem fremden Planeten verunglückt, sollte man sich bestenfalls einen Tierarzt holen und nicht einen Arzt, weil die sind ja gewohnt, unterschiedliche Bedingungen. Ja, mit unterschiedlichen Bedingungen zu arbeiten. Absolut, das ist eine ganz wichtige und realistische Anmerkung. Ja. Aber die wichtige Frage vorab, die alle brennend interessiert, wenn wir jetzt über Science Fiction reden, du bist ja eine bekennende Science-Fiction-Fan. Genau, liebe Studierende, wie kamen wir auf das Thema? Wir haben uns im September, als wir eben auch da waren, mehrfach über verschiedene Serien und so weiter unterhalten und darum war Science-Fiction auf jeden Fall was, was auf unserer Dreierliste dann stand, dass das definitiv mal Thema sein muss. Ja, aber nicht alle mögen ja Science-Fiction. Da teilen sich wirklich die Gemüter. Also das ist genauso wie mit Fantasy. Das ist auch bei einigen eine zue Tür. Ne? Ja. Aber ja, wir alle drei schätzen das, genau. Ja, definitiv. Das ist aber, du warst gerade mitten im Satz, wo ich den Studierenden Einschub hatte. Ja, ich wollte nur kurz fragen, wer ist für dich der beste Captain? So hart will ich einfach. Direkt, wir haben heute nur eine Stunde, da muss man auch mal mit den schwierigen Fragen direkt rein. Das ist eine schwere Frage. Ich fand eigentlich keinen so besonders gut. Na? Also ich fand ja eigentlich manchmal die zweiten besser. Ja. Also Riker eher als Picard. Also ich habe ja immer eine große Schwäche für Voyager gehabt, aber das Stiefkind der Star Trek Familie. Ja. Und ich mochte Chakotay immer gerne. Ja, zu Recht. Ja. Und hier, obwohl er ein Fake war, wie sich nachher herausstellt, er war also Mexikaner und kein Indianer und. Aber trotzdem, ich mochte einfach, was der dazu brachte, dass er auch von den Rebellen kam und sich diesen militärischen Normen irgendwann mal verweigert hatte. Weil ich glaube, da haben wir ja alle, ist so interessant, denke ich immer, ich bin nicht unbedingt jemand, der sich jetzt als militärfreundlich generell sehen würde, obwohl ich leider auch mit der Lebenserfahrung, die ich inzwischen habe, kein vollkommener Pazifist mehr sein kann, obwohl ich das gern wäre. Aber da haben wir uns dann ja jahrelang Serien angeguckt, die immer mit Militär zu tun haben. Nicht? Ja. Das ist bei Star Trek so, auch wenn die auf Forschungsauftrag sind. Und ihr wisst ja, meine Lieblingsfernsehserie, Battlestar Galactica. Da hat man nun gar keinen Zweifel, worum es da geht. Na, ist so interessant, dass man das da irgendwie akzeptiert, weil es natürlich auch meistens Serien sind, wo es darum geht, dass Krieg geführt wird. Aber liegt es daran, dass eben da dann Krieg oder kriegerische Handlungen eben nicht vor der eigenen Haustür stattfinden und man da irgendwie so als Menschheit vereint sich dann im Weltraum befindet und es dann eben doch halt wieder gegen das Fremde geht und nicht gegen das eigene? Also ich frage mich das inzwischen. Ich bin immer erstaunter darüber, dass ich das in Science Fiction akzeptiere. Auch mit den ganzen du kannst jetzt nicht widersprechen, ihr müsst jetzt alle, gerade bei Battlestar Galactica ist es ja sehr extrem, weil du hast eine Notsituation, nicht? Also Martial Law, also Kriegsgesetz. Ja. Nicht? Das heißt, also du darfst auch nicht widersprechen und das geht auch dies nicht und es geht auch das nicht. Mhm. Und es sind sehr interessante Reflexionen über Demokratie dabei. Ja, ich glaube, es hat damit zu tun. Das ist dieses, nicht? Also es ist meist ja auch so, die Menschen wurden angegriffen. Ja. Also wir werden in Science Fiction, glaube ich, selten als Invasoren dargestellt, oder? Ich überlege gerade, meist kommen die Aliens und greifen uns an oder wir treffen feindselige andere im Weltraum. Aber ich glaube, eigentlich müssten wir doch die großen Invasoren und Conqueror sein. Also bei den ersten Stargate-Episoden, also bei den ersten Staffeln der Originalserie, da ist es manchmal so, dass man diesen invasorischen Punkt hat. Der ist aber dann mit sowas wie Stargate Universe oder auch Stargate Atlantis, ist der ja auch wieder komplett verkehrt. Absolut. Also das ist, bin total Stargate-sozialisiert. Also wir haben alle drei irgendwie alles geguckt, was mit Science-Fiction zu tun hat. Darum geht es einigermaßen. Aber da, das stimmt, weil da kommt der Invasorengedanke das erste Mal dann wieder im Verkehrten mit dazu.
Weil ich glaube, bei den Und Serien. jetzt mal kurz für die Zuhörer sagen, wundert euch nicht, dass wir jetzt gerade nur über Fernsehserien reden, nicht? Wir reden jetzt gerade nicht über Bücher. Da kommen wir noch dazu. Haben wir schon mit gerechnet, als wir in das Science-Fiction-Thema gingen. Ja. Ja. Und ich glaube, wir alle drei glauben fest daran, dass Science-Fiction natürlich immer nur diese Welt beschreibt. Ja. Auf jeden Fall. Aber das finde ich das Charmante jetzt bei den Serien, auch über die wir jetzt gesprochen haben. Wir haben dieses klare Gut-Böse. Ja. Es ist halt immer, die Menschen sind doch die Guten, also in den allermeisten. Also wir haben geschafft, also sind jetzt viel edler geworden. Ja, es gibt jetzt. Ab der Star Trek. Ja. Genau, es ist halt. Alles, was die Menschheit getrennt hat, ist überwunden und wir sind die Guten. Und wenn dann die bösen Klingonen dann kommen mit ihren etwas archaischen Problemlösestrategien, da kann man sich schon so ein bisschen über sie erheben. So, das wird ja je nachdem, welches Universum man da hat, jetzt auch mit Discovery zuletzt, wo die ja dann wirklich nochmal als ganz archaisches Volk, also hochtechnologisch, aber trotzdem völlig archaisch dargestellt werden, ist es ja schon manchmal spannend zu sehen, wie dieses Wir gegen die aufgemacht wird. Und gleichzeitig finde ich das aber auch wieder spannend, dieses Wir im Guten haben ganz oft diesen Utopie-Aspekt damit drin. Also bei Star Trek, es gibt kein Geld, sondern alle sind irgendwie... Es gibt keine Tierhaltung mehr. Ja. Ich guckte es vor kurzem wieder und dachte, mein Gott, in den 70er, 80er Jahren schon, es gibt keine Versklavung von Farmtieren mehr. Mhm. Das war ja, ich meine, wenn man sowas heute sagen würde, nicht, das, da fängt man gerade, ja, es ist ganz erstaunlich. Ich habe jetzt während der Covid-Zeit, und ich glaube, das kennt ihr vielleicht auch, oft einfach diesen Balsam von Star Trek gebraucht. Um mir mal wieder vorzustellen, wir hätten es wirklich als Menschheit geschafft, etwas fortschrittlicher und toleranter zu werden. Es waren richtig so Tage, wo ich merkte, ich genieße das. Ja. Oh, die sind keine Rassisten, die sind keine Sexisten, die haben jede Art von Grausamkeit gegen Tiere abgeschafft, wunderbar. Aber dann sieht man The Expanse, das ist dann die aktuelle Science Fiction. Ja. Und ich fürchte, das Zukunftsbild ist realistischer. Ja. Aber ich konnte es teilweise nicht aushalten in der derzeitigen Situation. Aber ich glaube, dass Science Fiction halt immer so lange nur Science Fiction ist, bis man einen zukünftigen Schritt weiter ist. Also wenn man sich so ein bisschen anguckt, was ja alles als Science Fiction gilt, auch Jules Verne gab, also die Werke galten früher als Science Fiction. Und da ist man halt dann jetzt technologisch weiter, sodass man sagen kann, gut, das ist dann jetzt vielleicht die Ursprünge nach davon. Aber so eine große technologische oder naturwissenschaftliche Komponente, ja, gut, hat aus unserer Perspektive jetzt so nicht mehr. Das heißt, vielleicht sind wir ja irgendwann an dem Punkt, wo jetzige Science-Fiction-Werke dann einfach keine Science-Fiction-Werke mehr sind. Ist das nicht teilweise fast schon so? Naja, also das ist, wenn ich gerade denke, Smartphone Auto gekauft, und so weiter. Ich reinsteige und ich muss mich hinsetzen und das Auto geht an. Ja. Und wenn ich dem Auto sage, ich möchte jetzt nach Florenz fahren, dann macht es das. Dann sagt es mir wie. Ja, genau. Und ich saß da und dachte, ey, das ist wie Start. Ja. Genau, oder mit Bildschirmen, mit denen man telefoniert. Ja, genau. Also, aber eben was moralische Werte, was Zusammenarbeit und so weiter betrifft, nicht? Das ist, ja, da wissen wir gerade besonders wieder mal besonders gut, wo wir sind. Ja. Ja. Weil ich das spannend finde, gerade wenn wir, was du sagtest, mit Science Fiction im Laufe der Zeit, wenn wir einerseits die frühen Star Trek Folgen haben, diese Utopie, das schöne, ordentliche, wunderbare auf unserer Seite des Vorhangs, die Menschheit. Und wenn wir dann die Expanse sehen, was einfach eine großartige Serie ist, ja, wo man sagt, wir haben die Erde, wir haben den Mars und wir haben den Gürtel, mit diesen drei, also alles besiedelt von Menschen. Was aber, ja aber auch deutlicher Arbeiterklasse, Ausbeutungselemente. Ganz genau. Und ich finde, das ist auch wieder eine schöne Analogie auf unsere Zeit. Also auch da wieder zu sagen, okay, wir haben uns im reichen Westen, geht's einfach sehr, sehr gut. Wir profitieren sehr davon, von unserem Gürtel, also in dem Sinne globaler Süden. Ja. Und dann diese Idee, was passiert, wenn sich da aufgebäumt wird. Und wenn man dann mit Marco Inarios diesen prototypischen Bösen hat, der sagt, okay, und ich mache jetzt die Leute stark, die schwach sind. Wo man sich auch wirklich fragen könnte, ob das in Ordnung ist, wie sie den gecastet haben, ne? Du meinst, weil er so ein bisschen östliche Wurzeln hat und man sofort wieder das Terroristen-Klischee hat. Ich meine, da haben sie den White Supremacist Weißen gecastet. Nee, nee. Sondern da haben sie jemanden gecastet, der leicht arabisch,
Middle Eastern. Das fand ich sehr problematisch, muss ich sagen. Aber das finden wir ja auch, also in jeder alten Star Trek-Folge ist das ja exakt dasselbe. Und das Bittere ist, dass es ja in den neuen. Nicht in den alten. Nee, das Bittere ist ja auch noch, wenn man sich dann zum Beispiel Picard mit anguckt. Also jetzt eben auch die neue Star Trek-Serie. Ja. Auch da beginnt die erste Folge damit, dass man eine Gruppe an Wissenschaftlern hat und man hat einen Dunkelhäutigen. Und man weiß ganz genau, der wird jetzt als erstes erschossen. Und ja, genau das passiert auch dann. Ja. Also das ist dieses ganz neu und es ist, ja. Und ja, dieses Racial Profiling, das ist ja was man total findet. Also in und jeder dann hat man verrückterweise bei alten Star Trek Jodie, ja, einen schwarzen Wissenschaftler, der eine ganz wichtige Rolle bei der Serie, ja, spielt. Ja. Wo man denkt, sind wir da jetzt wieder zurückgegangen? Waren wir damals fortschrittlicher, als wir es jetzt sind? Es ist, glaube ich, vor allen Dingen subtiler geworden. Ja. Auch da wieder Star Trek Discovery, was ich auch eigentlich eine gute Serie finde. Man kann an vielen Stellen meckern, aber auch da die Klingonen-Darstellung, die dann in irgendwelchen Zelten leben, wo man sagt, ah, okay, Wüstenvolk. So, also auch da wieder diese Klischees, die da bedient werden, damit man sagt, ah, okay, auch da wieder das weiße Gute versus das etwas andersartige, schlechte, gewalttätige. Da finde ich es auch, so sehr es die Utopie manchmal so wirkt, als hätten wir es überwunden, ist es dann doch wieder auch der Spiegel, auch der Schichten, die so drunter liegen, muss man sagen. Das ist aber dann manchmal auch wirklich eine Mühe, die man sich erst vielleicht gar nicht macht. Also als ich jung war, habe ich das nicht gesehen. Ja. Nicht? Also jetzt, je älter ich werde, natürlich gucke ich mir Science Fiction anders dann noch wieder an und denke plötzlich, ja, genau, warum ist der Terrorist jetzt so gecastet? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja. Na? Und wo man wirklich denkt, ich muss mich jetzt vertun, das kann nicht sein, das ist noch passiert. Ja. Aber es passiert. Und es wird ja auch ganz bewusst gemacht. Ja. Und es wird ja auch genauso wirken, wie sie es wollen. Ja, also das bedient genau diesen unterliegenden Rassismus, den viele haben oder die Klischees, die man in sich trägt, auch wenn man sie eigentlich nicht haben möchte. Ja, aber es ist in dem Moment eine Rollenvorstellung davon, die man gesellschaftlich geprägt hat und die wird halt durch diese Serien total befeuert. Und das ist, wir haben ja Picard eben auch mit zusammen angeguckt und wir saßen bei dieser ersten Folge wirklich da und gesagt, das machen sie jetzt nicht. Das machen sie jetzt nicht. Und na klar machen sie es. Und das ist halt so bitter, weil man irgendwie denkt, also ja, genau das, was du meintest, sind wir da eigentlich weiter oder nicht? Und eigentlich scheinen wir dann an der Stelle nicht weiter zu sein. Nein, es ist bei Picard interessanterweise ist vielleicht ein anderer Approach, was künstliches Leben betrifft. Aber auch da sagst du dir, ja okay, warum ist das denn jetzt so wichtig, künstliches Leben zu erschaffen? Das wird hier gar nicht hinterfragt. Ja. Wobei das ist ein Punkt, den möchte ich auf jeden Fall mit dir besprechen, weil ich diese Frage mit dem künstlichen Leben finde ich aus wissenschaftlicher Perspektive total spannend und da haben Lisa und ich auch relativ viele Filme gesehen zusammen über künstliche Intelligenz. Die KI-Reihe, von der wir genau, erzählt haben. Die wir vielleicht jetzt bald, wenn wir wieder uns in Präsenz treffen können, an der PH auch umsetzen. Spoiler, Alarm. Aber diese Frage, was diese künstliche Intelligenz, also wo sozusagen, wo ist die Grenze? Wir haben ja schon dieses Tierthema zu sagen, also eigentlich könnte man überlegen, tun wir da nicht gerade Lebewesen Unrecht? Also ist das Sklaverei? Genau, also ist das Sklaverei. Du hast gerade den Begriff der Tiersklaverei verwendet. Interessanterweise ist ja wohl offenbar schon vollkommen der Gedanke raus, warum überhaupt kreieren wir das? Ja. Das gab ja mal eine Science-Fiction, die davor gewarnt hat. Ja, immer wieder. Alien, was immer. Blade Runner. Ja. Überall ist ja im Grund, das passt auf. Wenn ihr die Straße erstmal runtergeht, dann wird es ganz schwierig. Nicht? Ja. Und es ist so interessant, dass das gar nicht mehr geäußert wird. Ja. Nein, es ist so, ja, oder, wir wissen das nicht schlecht aus, aber wir können das, also werden wir es tun. Ja, genau, richtig. Ja. Also dieses, weil Menschen etwas tun können, tun sie es auch, ohne darüber nachzudenken, welche Konsequenzen das an der Stelle hat. Und das finde ich, habt ihr Humans gesehen? Da haben wir uns noch nicht drüber unterhalten, darum die Frage. Wahnsinnig spannend, weil es da eben auch wirklich drum geht, da sind hochentwickelte KI-Androiden, übernehmen eigentlich alles, was man im Alltag so macht. Also auch da wieder klassisches Themengebiet, aber eine wirklich toll gemachte Serie, also auch cineastisch wirklich toll gemacht. Und die stellen gerade diese Frage. Also darf man das als Mensch? Nur weil man es kann, sollte man es eben auch tun. Und die reflektieren an vielen, vielen Stellen sehr, sehr schön dieses Spannungsverhältnis. Ja, das ist das Interessante. Man kann ja nicht mal sagen, wir denken da nicht drüber nach.
Wir denken drüber nach und tun es trotzdem. Ja, genau. Das ist hier das Erschreckende. Es ist ja alles uns allen bewusst und wir tun es trotzdem. Ja. Das ist das ganz Erstaunliche, wo ich auch denke, dass unsere Gattung sich da doch sehr schwach präsentiert. Ja, aber da sind wir dann ja, wieder. Wenn wir die Reflexion haben, wir können also nicht handeln gemäß dem, was wir kennen. Hm. Wir können es nicht. Unsere Begierde ist immer stärker als unser Erkennen. Und wir scheinen auch einfach nichts zu lernen. Also das ist, wenn wir jetzt mal gerade so gattungstechnisch an der Stelle so ein bisschen kritisch sind, wir lernen ja auch nichts draus. Nein, ich sehe immer, was wir tun. Nicht, wo wir irgendwas lernen. Also das ist gerade sehr deprimierend. Aber nochmal zu Battlestar Galactica zurück. Ja. Und da nehme ich auch die AIs, weil da sind die beste Präsentation von künstlichem Leben, die ich jemals gemacht habe. Ich finde das Spannende einfach, dass ganz viele einfach nicht wissen, dass sie künstlich geschaffen sind. Ja, genau. Diese Frage hat mich umgetrieben und treibt mich immer noch ein bisschen um. Da bin ich gespannt, was du dazu denkst. Mhm. Dieser Punkt, der dann irgendwann überschritten ist, dass die künstliche Intelligenz gar nicht mehr weiß, dass sie künstlich ist. Und sich dann die Frage stellt, Moment, ist das dann nicht auch Leben? Ja, also was ist Leben und was ist künstlich? Ja, und die nächste Frage ist, sind wir künstlich? Genau, auch wir, die ja als Organismus funktionieren, ohne dass wir ihn verstehen. Sind wir programmiert? Das ist ja die älteste Frage der Menschheit, nicht? Sind wir programmiert? Ist unser Schicksal vorbestimmt? Ist das alles irgendwo geschrieben? Sind wir ein Experiment? Das ist, glaube ich, das, was uns auch immer wieder an der künstlichen Intelligenz interessiert. Mhm. Die Frage nach dem Schöpfer. Ja. Und die Frage, denn das ist ja bei Battlestar Galactica so beeindruckend, dass die ja religiöser als die Menschen sind. Ja, genau. Also dass sie ja auch an Gott und an Werte und an Aufgaben glauben, während es den Menschen abhanden gekommen ist. Aber es ist ja dann auch spannend, dass man künstliches Leben immer trotzdem an menschlichem Leben orientiert und dann eben versucht, sozusagen dieses Ebenbild zu schaffen. Jetzt egal in welcher Serie, das ist ja immer das Motiv, dass man eher menschlich-humanoide künstliche Intelligenz erschafft oder dann körperlose. Abstrakt. Also abstrakt körperlos in irgendeinem Netzwerk, in einem Computer. Und man sagt, wie ist der Film, den wir gesehen haben mit dem Netzwerk? Mir fällt es gleich wieder ein. Also ich bin nicht so gut mit Namen von Filmen. Ich muss Du meinst wahrscheinlich She. Das könnte sein. Hat sich Joaquin Phoenix in seinen Computer verliebt? Ja, aber das war, glaube ich, nicht der. Aber der ist auch ein sehr gutes Beispiel dafür. Du hast recht. Sehr gut. Ja, genau. Also das ist einfach, wenn man an der Stelle dann sieht, okay, das ist jetzt nicht das humanoid geschaffene Leben, sondern das ist dann jetzt eher das abstrakte Leben. Aber man versucht ja dann trotzdem irgendwie immer so einen Spiegel mit reinzuwerfen, gerade in den Serien. Da geht es dann richtig um Bewusstheit. Ja. Also was bedeutet das denn eigentlich? Ja, das stimmt allerdings. Ja, also ich glaube, das ist da eben das Interessante, dass im Grunde Science Fiction immer zutiefst religiös ist. Also aber auf eine religiöse Weise, die eben nicht an etablierte Religionen orientiert ist, sondern die generell spirituelle Fragen stellt. Mhm. Weil es natürlich immer um dieses geht, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, finden wir irgendwas da draußen, sind wir plötzlich unsterblich, treffen unseren Schöpfer. Ja. Also das sind ja alles Fragen, die interessanterweise in der Science Fiction, obwohl es oft die Technologie und der Fortschritt so eine hohe Rolle spielen, dann immer wieder als eine andere Schicht da reinkommen. Nicht? Ja. Es sind immer wieder diese Grundelemente, also diese Grunderfahrungen. Und daher ist es ja auch total schlüssig, dass die künstlichen Intelligenzen religiöser sind als die Menschen, weil sie ja wissen, dass es da Schöpfer gibt. Und dass sie ohne Zweifel... Interessante Idee. Ja, aber sie glauben ja, dass noch jemand jenseits ihrer menschlichen Schöpfer existiert. Ja, natürlich, aber trotzdem ist sozusagen das Geschöpftsein. Denn man hat ja einen Beweis in dem Moment. Also man hat ja dadurch, dass es den menschlichen Schöpfer oder die menschliche Schöpferin an der Stelle gibt, hat man ja den Beweis, es gibt irgendwas Größeres. Dann gibt es bestimmt doch auch was Größeres als das, was mich geschaffen hat. Also das ist natürlich dann sehr interessant, weil wenn wir jetzt mal sagen, wir wären die Roboter, also die künstlich Geschaffenen, können wir natürlich dann auch guten Gewissens sagen, naja gut, ihr sagt, ihr habt uns gemacht, aber ihr seid ja auch nur gemacht. Was ist denn dann der Unterschied? Nicht? Also ist es künstliche Intelligenz im Grunde noch wichtiger zu beweisen, dass die anderen auch gemacht sind. Aber ist künstliche Intelligenz dann eigentlich immer gemachte Intelligenz? Weil, ist auch interessant, das Wort Kunst da drin steckt. Ja, genau.
Nicht? In der Künstlichkeit steckt die Kunst. Weil das ist, also die Definition von künstlicher Intelligenz in den Serien, die wir haben, hat ja auch was von Kunstwerk. Dass man immer weiterentwickelt und das für sich steht und das eine gewisse Prägkraft und auch Anziehungskraft hat. Ja, das funktioniert erst dann, wenn wir eigentlich nicht mehr alles nachvollziehen können. Data ist deshalb die künstliche Intelligenz, weil eigentlich das Wesen von Data nicht mehr begreifbar ist. Weil trotz allem, was wir da haben und was man gegebenenfalls downloaden und wieder aufspielen kann, das, was Data ist, ist irgendwie wie auch bei der guten Kunst eben hinter der Leinwand. Dabei ist er derjenige, der dann immer versucht, danach zu streben, rauszufinden, was das denn bedeutet. Ja. Also für alle menschlichen Außen drumherum ist das halt, er ist halt Data. Aber Data versucht er dann, das in dem Moment zu verstehen. Mhm. Und wir haben ja auch noch den Doktor in Voyager, der ein Hologramm ist. Ja, richtig. Und das ist ja dann eigentlich nochmal gerade, stimmt eigentlich, das ist diese Mischform aus, wir schaffen was Humanoides, wir schaffen was komplett Abstraktes und dann was Abstraktes in humanoider Form. Wobei ich muss sagen, der Doktor in Voyager hat, finde ich, in einer der schönsten Folgen spielt er die Hauptrolle. Mhm. Da fängt er an zu singen. Ja. Und es gibt dieses Volk, toll, wo er dann irgendwann überlegt, was kann ich alles von mir löschen, um noch mehr Gesangsprogramme drauf zu spielen. Das, finde ich, verhandelt diese Frage nach, wer bin ich, auch vor dem Hintergrund, dass ich so künstlich bin und wie sind die Gestaltungsmöglichkeiten, die ich habe, auf eine ganz zauberhafte Art und Weise. Nein, ich fand das immer eine ganz geniale Geschichtenerzählung, dieses Hologramm. Ist das für mich fast noch faszinierender als als Data. Weil ein Hologramm, ich meine, und die Folge, wo er nicht aus seinem Raum gehen kann, sonst löst er sich auf. Ja. Das ist ja auch ganz wunderbar. Und dann irgendwann geben sie ihm was, wo er dann so ein bisschen weiter rumlaufen kann. Das ist, ja. Der dann immer so von Station zu Station, damit er überhaupt noch irgendwie existieren kann. Aber was das halt auch an Begrenztheit da in dem Moment widerspiegelt. Ich wollte immer mal eine Kurzgeschichte schreiben, in der ich die Menschheit herausfindet, dass sie alle künstlich sind. Okay. Also auch wirklich in dem Begriff. Ja. Erschaffen von jemandem, wo sie auch wissen, wer das ist und zu welchem Grund. Weil ich immer gedacht habe, also in manchen Sicht sind wir so eine seltsame Spezies auf diesem Planeten. Das wird ja Sinn machen, nicht? Ich meine, es ist so wie es gibt ja diese wunderbare Kurzgeschichte von den Strugatzki-Brüdern, Picknick am Wegesrand, die Ursprünge der Menschheit eben von einem Picknick kommen, dass Aliens auf unserem Planeten machen und sie haben den Müll nicht weggeräumt, obwohl das eine Regel ist. Und aus diesem Müll kommt halt entsteht dann unsere Gattung. Das fand ich immer schon eine ganz faszinierende Erklärung dafür, dass die menschliche Zivilisation manchmal so seltsam anmutet auf diesem Planeten. Wie würde deine Gesellschaft damit umgehen, mit dieser Erkenntnis? Eher fatalistisch oder eher akzeptierend? Ja, da bin ich noch nicht. Das ist eine aufregende Frage. Und ich glaube, die würde ich auch noch gar nicht wissen wollen. Ich würde dann anfangen zu schreiben und gucken, was passiert denn jetzt? Was ist dann, wenn jetzt einige begreifen, das ist unsere Software, wir sind so und so programmiert, so wie, wer hat denn die geschrieben, wer hat denn das gemacht, wo sind die denn? Ja. Ich finde immer, da muss es irgendwann drauf rauskommen. Ja. Also. Und ist dann Fehlverhalten gegenüber anderen einfach nur ein Softwarefehler, einfach ein Bug? Naja, aber da kommen wir wieder dazu, was kann künstliche Intelligenz? Können die nicht auch Fehler machen? Ja, klar. Also und was bedeutet das, wenn wir wirklich gemacht worden wären? Ich meine, guck dir unsere DNA an. Ja, klar. Ich meine, was spricht denn dagegen, dass wir gebaut sind? Ja, erstmal an sich überhaupt nichts. Also nach dem Bauplan ist das eigentlich eine ziemlich wahrscheinliche Variante. Oder? Und vor allem ist es doch ganz interessant, dass wir dieselben Bausteine überall in der Welt entdecken. Mhm. Dass es also die im Mikrokosmos gibt, die es auch im Makrokosmos gibt. Das spricht ja eigentlich alles dafür, dass wir so eher wie Lego gebaut worden sind, so als aus einer Lego-Baustelle. Das ist natürlich, was bedeutet das dann? Aber da drängt sich natürlich gerade, als du auch die Kurzgeschichte angesprochen hast, eine Frage auf, die wir auch im Vorfeld diskutiert hatten. Jemand, der so Science-Fiction verliebt ist, wie du, hat noch, also wenn ich das Werk richtig überblicke, du hast noch nichts in Science-Fiction geschrieben. Das fehlt.
Ich glaube, ich habe das Einzige, wo ich den Science Fiction nahe gekommen ist, ist das Monster vom anderen Planeten. Ja, ja, okay. Nach dem kleinen Alien schreibt, der sich in Menschen fängt. Ja. Na, aber ja, das ist was, was auch so schade ist, weil ich ja keine Fiction mehr lese seit Jahren, weil ich einfach nicht dazu komme, nicht? Ja. Oder weil mich zu sehr in meine eigenen Geschichten pusht. Ja. Ich habe jetzt noch wieder gelesen, was gerade auch bei den Nebula Awards und alles an Aufregendem passiert. Ich muss das eigentlich mal wieder tun. Also ich hatte eine große Sammlung von Nebula Award Geschichten und. Es gibt so viele Science-Fiction-Schriftsteller, die ich bewundere. Warum habe ich es noch nicht gemacht? Ja, ist also auf jeden Fall etwas, was ich sehr gerne mal tun würde. Mhm. Ich wäre dann nicht einer von den technologischen Science-Fiction-Geschichten, aber das sind die meisten ja eh nicht. Nee, eben. Also das ist der Reich, vor allem diese ganzen Mischformen, die es da dann ja auch schon wieder gibt. Also mit Science-Fantasy und dann Fantasy-Fiction, was dann irgendwie auch wieder nochmal eine Mischform ist. Und das ist, wir haben versucht, das zu kategorisieren so im Vorfeld und es ist wirklich kompliziert. Geht gar nicht mehr. Ja, aber ich meine, Ursula Le Guin war früher einfach Science-Fiction. Jetzt müsstest du Fantasy-Science-Fiction sagen. Yeah. Ja. Das heißt, ja, es ist... Ja, aber eigentlich ist ja von einfach aus der Geschichtenperspektive gesehen, das ist ja eigentlich nur ein anderes Setting, aber die Grundfragen, die verhandelt werden, sind doch ganz ähnlich. Frage, die wir gerade angesprochen haben, kannst du genauso auch in ein fantastisches Setting packen oder in ein realorientiertes. Du hast nur eine andere Projektionsfläche, die besser funktioniert, aber das Thema kannst du trotzdem machen. Also sowas wie gut... Aber ist es nicht ein Unterschied, ob man sagt, das ist die Zukunft? Das stimmt, dass es ein Unterschied ist, ob es die Zukunft ist. Was macht das mit uns, wenn wir sagen, genau, das ist die Zukunft? Genau. Das meine ich mit Projektionsfläche. Also die Projektionsfläche für die LeserInnen oder ist dann einfach eine andere. Weil du dann sagst, okay, so könnte das sein. Aber dann sind Dystopien eigentlich auch Science-Fiction-Bereiche. Absolut. Für mich ist das absolut Science-Fiction. Ja. Das ist auch eine große Qualität von Science-Fiction. Ich meine, absolut. 1984 ist Science-Fiction, Brave New World ist Science-Fiction. Nein. Keine Anleitung. Wir betonen mal, das war keine Anleitung. Keine Anleitung, genau. Ja. Vielleicht, das ist für mich, ist das, also Utopia von Thomas Morus ist Science Fiction, weil er einen idealen Staat in der Zukunft. Mhm. Auch wenn er das im 16. Jahrhundert geschrieben hat, oder 17. Jahrhundert, ist es trotzdem ein Projizieren in die Zukunft. Das wäre für mich das Kriterium von Science Fiction. Mhm. Ja. Dass es sagt, das wird sein. Ja. Es sagt nicht, das ist woanders. Das ist Fantasy. Ja. Es ist woanders. Ja. Und dann kommen wir natürlich zu denen, natürlich haben wir inzwischen Science Fiction, die sagt, alle Zeiten passieren zur gleichen Zeit und da könnt ihr sowieso nicht. Ja. Na? Oder alle Räume passieren zur gleichen Zeit. Ah, also das ist da sind wir dann sofort wieder bei. Ja, genau. Ja. Ich meine, die Science Fiction nach Einstein ist natürlich eine andere als vorher. Ne? Ja, schon. Also von der Skizzierung her schon, von der Intention her ja, aber dann eigentlich nicht. Die Idee, dass das Raum sich biegen kann, dass Zeit was Relatives ist, all diese Gedanken haben sich natürlich dann auch. Ja, es sind andere Zeitfragen dazu gekommen. Das schon. Mhm. Aber wenn ich habe Dune von Frank Herbert jetzt nochmal gelesen. Geguckt. Ja. Geguckt habe ich ihn noch nicht. Ich bin total gespannt. Also den alten mit Sting natürlich schon, den neuen jetzt, der jetzt zeitnah irgendwann mal dran ist. Aber den habe ich jetzt nochmal gelesen und das ist im Grunde eine Artus-Geschichte. Ja, natürlich. Also, wo man halt sagt, okay, mit den verschiedenen Häusern und wer, also jetzt nicht zwingend Artus, also aber zu schauen, wer sind diejenigen, die da rein angreifen. Natürlich ist das Ganze dann aufgeteilt auf verschiedene Planeten mit unterschiedlichen Akteuren und dann gibt's die Händler im Hintergrund, die dann noch ihre Fäden spinnen und ganz eigene Interessen haben. Aber es ist im Grunde die Frage nach, wer hat die Macht und wer hat das Recht, die Macht auch auszuüben und welche Werte machen einen Herrscher zu einem guten Herrscher. Und auch natürlich die Frage des Umgangs mit der Welt und dem Planeten. Also was dürfen wir ausbeuten, was nicht, was müssen wir achten auf einem Planeten und was nicht. Weil diese ökologische Frage, das finde ich ganz spannend, dass die im Moment gar nicht viel stärker in der Science Fiction verarbeitet wird. Wird nicht. Ne? Also ich bin ja im Moment nicht so auf dem aktuellsten Stand.
Nee, es geht immer nur, oh, die Erde ist zerstört. Oder die Erde ist, ist verseucht. Ja. Oder die, nicht? Also das, was man. Ich glaube, wir alle haben natürlich in den letzten Wochen durch Herr Putins Aktionen all diese Science-Fiction-Szenarien durchgedacht. Ja, wo man auch so denken muss, echt? Okay, das ist wirklich ein Science-Fiction-Szenario oder ein Zukunftsszenario. Oder wo ist so es dachte, so, ach, das so kommt oft nicht. Gedacht haben, wird es passieren. Ja. Ja, aber selbst, aber haben wir die Apokalypse nicht so oft uns ausgemalt, dass sie eigentlich passieren wird? Ja. Nicht? Aber selbst bei Star Trek haben wir ganz selten mal, wir müssen ja öfter mal Planeten evakuiert werden wegen irgendwas, aber ganz selten nur, weil die Bevölkerung vor Ort zu dumm war, einigermaßen mit den Ressourcen, die vorhanden sind, zu haushalten. Nee, das Einzige, wo die Frage verhandelt wird, ist, wenn es um die eigenen Ressourcen für die Erde geht. Also Ressourcenbeschaffung, weil man selber seinen eigenen Planeten kaputt gemacht hat. Das woraus ist auch effektiv, ne? Genau. Man hat den eigenen Planeten kaputt gemacht und jetzt geht man woanders hin. Die sind sowieso nicht so schön. Genau. Doch, es gibt eine bei Voyager. Ah. Erinnert ihr euch, da gibt es zwei Völker auf einem Planeten. Die einen sind in der Steinzeit, die anderen sind hochentwickelt. Und da haben sie stellen fest, dass Aliens zwischen die beiden eine unsichtbare Grenze gezogen haben, weil sie gemerkt haben, die einen werden die Steinzeitmenschen platt machen, aber die Steinzeitmenschen verstehen den Planeten eigentlich besser als die entwickelten, sogenannten entwickelten. Da war das das Einzige, was sie sagten, wenn diese, und dann gefährden sie durch ihren Besuch im Grunde diese Grenze. Mhm. Ja. Ja. Also, das ist also da ging es darum, im Grunde muss man Völker, die so anders noch leben. Das war eine interessante Frage. Ja. Muss man die abschirmen? Vielleicht muss man sagen, nein, da dürft ihr nicht hingehen. Was immer noch eine sehr aktuelle Frage ist. Da sind wir dann plötzlich bei Reservaten. Also das ist eigentlich... Aber Reservate sind noch wieder was anderes. Das stimmt schon. Lebensbereiche einstecken. Reservate waren ja eher, jetzt schicken wir die mal an den trostlosen Ecken Platz, den wir wollen. Ja. Und da dürfen die dann bleiben. Es wäre im Grunde so, wir machen jetzt den ganzen Amazonas zu und dürfen da nichts mehr abbauen oder machen oder tun. Das bleibt denen erhalten. Weil ich habe für heute ein bisschen Science-Fiction-Theorie gelesen. Und es gibt natürlich die Frage in dieser unendlich weiten Welt, warum haben wir noch keinen Kontakt mit denen da draußen? Und also, dass es da draußen welche gibt, scheint ist wahrscheinlich. Jetzt ist bei der Menge an Planeten wahrscheinlich. Also das ist und, rein als Statistiker, muss man sagen. Aber es gibt total, das die eigentliche, was mich so auch wieder umgetrieben hat, ist, es gibt verschiedene Theorien, warum wir noch keinen Kontakt hatten. Eine ist, die Erde ist so früh entwickelt im Universum, es gibt einfach noch nicht so viele. Die andere oder eine der anderen ist genau das, wir sind noch nicht so weit, dass die Spezies von außen uns angucken und denken, nö. Oder eine andere, und das war die, bei der ich wirklich geschluckt habe, ist, dass für den Weltraum wirklich über Galaxien hinaus viele Ressourcen gebraucht werden und es die Zivilisation auf dem Planeten nicht schaffen, so im Gleichgewicht mit ihrem Planeten zu leben, dass sie lang genug überhaupt also leben können, um diese Technologie zu entwickeln. Sozusagen, dass es diesen Kipppunkt gibt. Irgendwann hat man die Technologie und die führt dazu, dass man den Planeten so ausbeutet, dass es am Ende nicht mehr reicht, um ihn zu verlassen. Und das ist leider eine sehr, sehr glaubhafte Theorie der Zeit, ne? Ja, da habe ich auch gedacht, oh Mist, das könnte natürlich auch der Grund sein, warum es noch nicht die große Sternenkonstellation gibt oder die Sternenflotte gibt, bei der wir Teil sind, weil es einfach keiner von seinem Planeten runterschafft, weil alle mit Shampoos in der Hand den letzten Tanz tanzen. Liebe Studierende, Sie dürfen natürlich überlegen, welche dieser Theorien Ihnen am besten gefällt. Ganz nebenbei gesagt auch dazu, weil wir hören es immer wieder bei uns auch im Hintergrund pingen. Wenn Sie eine Frage haben, schreiben Sie die einfach total gerne in den Chat. Guck auch direkt einfach mal in den Chat mit rein. Der liegt ab jetzt hier zwischen uns. Darum machen Sie sich da keinen Kopf. Genau, aber wir waren gerade dabei, welche Theorie da passen könnte. Und ich befürchte auch, dass es der dritte ist. Wie findest du am glaubhaftesten? Am glaubhaftesten finde ich Nummer 3. Wünschen würde ich mir Nummer 2. Weil das würde bedeuten, dass wir einfach nur noch nicht weit genug sind und es irgendwie so ein Happy End gibt. Aber das ist ja auch was Urmenschliches. Dass man sich dann irgendwie denkt, am Ende wird doch irgendwie alles gut. Und das ist ja auch so diese
dieses Narrativ, das man in jeder Science-Fiction-Serie findet, am Ende ist alles gut. Und wenn es nicht gut ist, nach Oscar Wilde, ist es noch nicht das Ende, sondern es ist nur das Staffelende. Aber die Serie geht vielleicht noch weiter. Aber und auch wenn sie alle ganz furchtbar unglücklich und gestresst sind, das wird alles trotzdem immer irgendwie. Ganz genau. Und ich glaube, deshalb ist es auch was, warum Menschen entweder mit Science-Fiction total gut zurechtkommen oder aber überhaupt nicht. Weil sie sich entweder mit diesem, es ist ja manchmal doch sehr verkitscht, man weiß am Ende von jeder Star Trek-Folge, natürlich ist das alles gut und vielleicht sind ein paar Kommandeure tot, die man davor aber auch noch nie gesehen hat und die keinen Namen haben, sondern einfach nur eine rote Uniform, auf die kommt es eh nicht an, aber am Schluss was Schlimmes passieren wird nicht. Ja. Und ich glaube, das ist entweder was, was Menschen total klasse finden oder was Menschen einfach nur unrealistisch und doof finden. Da könnte man natürlich jetzt das Argument machen, dass die Fernsehserien uns brainwashen und dazu bringen, immer an gute Enden zu glauben. Denn früher gab es die ja selbst im Märchen nicht. Nicht? Und das kann da leider ist dann natürlich auch viel Wahrheit drin. Nicht? Dass wir letztlich immer denken, wir werden schon irgendwie davonkommen. Aber das müssen wir vielleicht auch so denken, um Überlebenswillen zu haben. Es ist halt, glaube ich, auch so dieses Streben nach gut. Also dieses märchenhafte Ende, was man ja auch dann ganz oft in diesen Genre-Mix-Typen hat, dass man zwischen Märchen und Science-Fiction immer wieder so ein bisschen hin und her genreiert. Das wird ja auch gerade in dem Science-Fiction in Don't Look Up thematisiert. Ja. Ich fand das sehr schlecht gemacht, aber trotzdem ist es natürlich genau. Ich glaube, über den Film können wir ähnlich, also können Menschen sich, glaube ich, echt streiten. Aber das, was so dieses Kernnarrativ davon ist, ist ja was, was wir aktuell in unserer Gesellschaft total finden. Nämlich mit, da kommt ein Komet, der wird uns alle umbringen. Ja, nee. Nein, nicht so, wir glauben an das gute Ende. Ja, es, genau. Da kommt dann Captain Picard mit dem Schiff angerast und jagt den in letzter Sekunde in die Luft. So haben wir das gelernt. Genau, richtig. Und am Ende wird alles gut. Und ich glaube, darum ist es dieses, also ich glaube, ich wünsche mir auch, dass es diese zweite Theorie ist. Also, dass irgendwann, keine Ahnung, die Vulkanier kommen und dann sagen, jetzt habt ihr euch das verdient, hier Stempel ins Fleißkärtchen, jetzt fangen wir mal an, mit euch zu reden. Aber realistisch... Eher für das Dritte. Aber ich merke schon, in mir regt sich schon die Stimme, die sagt, nein, 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 irgendwo gibt es welche, die haben das geschafft. Ja, ich fände es auch gut. Es kann ja auch sein, dass die einfach anders sind als wir. Also das ist ja auch noch die Option. Das ist auch, es gibt viele Theorien. Also eine vierte ist halt eben, dass die Wesen außerhalb der Erde einfach nicht, wie wir uns das so vorstellen, irgendwie mit Füßen auf der Erde leben, sondern vielleicht auch einfach wabern oder... Energie sind. Da sind wir dann wieder bei Stargate. Oder bei Star Trek. Oder bei Star Trek. Na? Genau. Also was auch immer, aber das ist halt. Aber was ist denn für dich der Reiz an Science Fiction? Also auf der einen Seite natürlich dieses heile Welt, irgendwie, ich finde auch dieses Star Trek ist umarmt einen immer wieder. Aber das ist gar nicht der Hauptgrund, finde ich. Also ich kann nur spekulieren, ne? Ich glaube, so ganz können wir nie erklären, warum uns etwas so fasziniert. Also einmal bin ich natürlich schon so alt, dass ich dabei war, als die Mondlandung passierte. Nicht? Das heißt, ich saß mit meinem Vater auf dem Sofa und guckte mir diese Bilder auf dem Schwarz-Weiß-Fernseher an und dachte, das kann ja nicht sein. Dann guckte ich aus dem Fenster und da war der Mond und ich musste das irgendwie zusammenkriegen. Und dann habe ich ja beschlossen, Astronaut zu werden. Das heißt, also bei mir würde ich sagen, da kommt das her. Ja. Na? Also ich glaube, früher haben die Menschen davon geträumt, auf ein Schiff zu steigen und neue Welten zu entdecken. Und für mich war diese neue Welt ein anderer Planet. Na, das war halt diese Generation schon. Ich frage mich, ob das nicht auch ein Reiz ist, über so eine ganz ferne Zukunft nachzudenken. Genau wo eben all das, womit man sich jetzt so rumschlägt, so unwichtig geworden ist, dass es einem ein großes Gefühl von Freiheit gibt. Nicht? Also ich glaube, das kann fast nur Science Fiction leisten, weil Fantasy ja oft in der Hinsicht doch noch so ist, dass es eher in die Vergangenheit geht. Ja. Von den Mustern der Gesellschaft her, von dem her, was man können muss und so weiter. Ja. Und ich glaube, in Science Fiction kann man sagen,
Ja, ich pflanze mir jetzt einen Chip ein und ich kann alle Sprachen der Welt sprechen. Ja, vor allem auch von den Gestaltungsmerkmalen her ist ja Science Fiction, auch wenn es trotzdem in der fern, fern, fern Zukunft spielt, an unserer Lebensrealität näher dran. Ja, Also interessant. Ja, vollkommen richtig. Stimmt. das ist Stimmt. so dusselig, das klingt, dass man irgendwie denkt, dass ein KI und Aliens irgendwie näher an der eigenen Lebensrealität dran sind als Elben, Orks und Kobolde. Interessanter Aber Punkt. Näher als der Herr der Ringe. ja, das auf jeden Fall. Also da hat man halt dann doch eher diese fantastische Weltflucht. Und ich glaube, bei Science Fiction hat man eher diese Weltentwicklung. Also, dass man weiß, es wird mal anders, es wird mal wie auch immer besser. Aber es wird sich das Leben ändern. Ich glaube inzwischen auch eins, das habe ich gedacht, dass ich jetzt immer Star Trek plötzlich guckte. Nicht? Und ihr wisst, ich bin ein aktiver Naturschützer und Ja. ich lebe gern in der Natur. Und ich denke, Cornelia, warum guckst du dir jetzt permanent was an, wo Leute in einer Blechkiste sitzen? Ich meine, du willst nicht in der Stadt wohnen. Du bist also, du findest sehr besorgniserregend, was da alles an Industrialisierung gerade in der Landwirtschaft passiert. So. Und jetzt guckst du dir den ganzen Tag als Entspannung dann, wenn du dir was ansiehst, beim, guckst du dir Star Trek an, was ist denn das? So, die einzige Antwort, die ich bislang gefunden habe, ist die, dass ich dieses liebe, dieses Gefühl einer verschworenen Gemeinschaft. Und ich glaube, das ist auch was, was in vielen Science-Fiction-Serien passiert. Die sind alle auf einem Boot. Müssen zusammen überleben. Die werden immer enger miteinander. Und ich glaube, das ist auch ein Geheimnis von vielen Science Fiction. Diese verschworene Gemeinschaft. Und dass das fast ganz egal ist, wo die dann zusammen hinfliegen oder was sie zusammen erleben. Es geht eigentlich gar nicht darum, welchen Planeten die finden. Das geht eigentlich nur darum, wie die miteinander in dieser Isolation klarkommen. Und ich frage mich, ob das nicht auch ein Thema ist, was in Science Fiction besonders viel durchgespielt wird, weil du im Weltraum halt nicht nach draußen kannst. Ja, also ich glaube, das ist einfach an sich Zusammenhalt und Zusammensein, was ja, also Menschen sind Herdentiere. Wir sehen uns danach irgendwie, also nehmen wir, um mit Lilo und Stitch zu reden, wir sehen uns nach einer Ohana. Das Aber das ist, Interessante ist halt, diese Isolation hast du ja, wirklich nur im Raum, das im stimmt. Weltraum. Nicht? Oder vielleicht auf hoher See. Nicht? Aber es scheint nicht so viele Serien über Leute zu geben, die auf einem Schiff zusammen feststecken und nirgendwo Ja, hin. oder das ist, was man dann eher noch findet, ist dann gerade im Dystopiebereich Jugendliche, die irgendwie in einem Flugzeug abstürzen, mit einem Schiff kentern oder sonst was und dann auf einer Insel landen. Aber du Also bist dann typisch immer noch auf Elfenbein. der Welt, genau. Ja. Aber du triffst dann nicht lauter Aliens und bist dadurch noch Nee, mehr genau, zusammengestellt. genau. Ja. Na. Wobei natürlich dieser Kammerspielcharakter, den das Ganze ja auch ein bisschen hat, also dieses immer wieder Kammerspiel, aber dann auch wieder die Öffnung nach außen, das hat natürlich auch einen Reiz. Aber man Dieses, kommt immer ins Kleine, ja, ja das klar, man hat absolut, dieses genau. ganze, dieses dolle Inne, diese Nabelschau, auch diese verschiedenen Figuren, die dann zueinander passen. Das ist natürlich auch immer schön gecastet, dass wir da die Figuren haben, oder schön geschrieben, dass wir die Figuren haben mit den unterschiedlichen Eigenschaften, dass wir den etwas draufgängerischen Riker haben, der neben dem etwas philosophischen Picard sitzt. Die sich aber auch gegenseitig dann annähern, verändern und ein Ja, bisschen genau, was ist anders halt trotzdem schon verstehen. allein von der Grundkonfiguration, man hat jetzt nicht so eine Gruppe von Leuten, wo man sagt, ah, wir haben jetzt hier diese fünf Draufgänger und den einen Philosophen, sondern das ist meistens schon so, da hat man hinreichend unterschiedliche Leute, dass die miteinander gut auch können. Habt ihr denn Figuren, mit denen ihr euch identifiziert habt in irgendeiner der Serien, wo ihr wirklich gesagt habt, die wäre ich jetzt? Oder in die, da würde ich jetzt reinschlüpfen? Also ich finde natürlich, mach du mal. Es geht leider wieder in die Stargate-Richtung, Stargate Atlantis. Und da gibt es die Freundschaft zwischen dem Schiffarzt und dem wissenschaftlichen Kommandeur. Und der Ja. wissenschaftliche Kommandeur ist wirklich, das ist kein netter Mensch, überhaupt nicht. Das ist am Anfang ein verschrobener Kerl, der so narzisstisch ist und überhaupt keine Empathie für andere hat. Und eben über diese Freundschaft zu dem Schiffarzt, zu Beckett, sich total verändert und diese Freundschaft zwischen den beiden,
Das ist was, was ich total toll fand. Und ich wollte immer gerne Carson Beckett sein, also dieser Schiffsarzt. Der es schafft, diesen wirklich total verschrobenen Kerl einigermaßen in einen halbwegs ordentlichen Menschen zu verwandeln, wenn auch einen sehr tragischen Serientod stirbt, indem er sich für andere opfert. Das müsste jetzt nicht ja, so natürlich. sein, aber genau. das jetzt davon abgesehen, fand ich die zwei sofort. Aber es ist interessant, dass du dann durchaus auch in eine männliche Figur geschlüpft bist. Das ist, aber ich glaube, dass es in dem Moment Identifikationsfigur erstmal kein Geschlecht hat in Science Fiction. Das ist ganz spannend. Also das ist. Ich hatte ja, fürchte ich immer, also verrückterweise, weißt du, welche Figur ich wahrscheinlich immer reingeschlüpft bin, obwohl ich nicht verstehe, warum, das ist Seven of Nine. Ja, super. Klasse. Ich meine, die Borg machen mir die größte Angst überhaupt. Ich kann manche Folgen nicht mal gucken, wo die Borg vorkommen. Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt eine der Figuren gewesen, von denen ich gedacht hätte, die ist am weitesten von dir weg. Wie verrückt ist das? Also einfach dieses, also... Seven, ich habe eine solche Schwäche für Seven. Ich habe sogar eine Kaffeetasse mit Seven of Nine drauf. Ich habe auch eine mit Picard drauf, aber ich habe die mit Seven of Nine. Und ich verstehe, das ist sowas Seltsames. Ich glaube, da könnt ihr bei Reckless, könnt ihr wahrscheinlich die Echos in der 16 sehen. Ja. Das Spiegelmädchen. Das ist mein Mitleid, meine Faszination und gleichzeitig, ich habe keine Ahnung, was das ist. Also ich möchte das eigentlich auch nicht wissen. Ich glaube, da bin ich dann immer jemand, ich möchte das gar nicht wissen. Ich finde das faszinierend, dass mich die immer sehr berührt hat, die Figur. Aber Jan, wer bist du? Wo bist du? Relativ einfach. Als ich jung war, war es Wesley Crusher. Oh, ganz ja, klar. Ist, aber das war vom Alter her, passte das einfach auch gut. Ja. Und je älter ich werde, desto mehr ist es doch irgendwie Riker. Dieses Der hat sich auch im Grunde am besten gemacht als Figur. Der ist halt super auserzählt. Und das ist halt die Figur, die auch wirklich eine charakterliche Wandlung, die man sehr hautnah verfolgen kann, mitmacht und sich dann tatsächlich verändert. Weil jetzt gerade bei Picard... Glaubst du daran, was er wird nachher in Picard, im neuen Picard? Glaubst du daran, dass Riker auf der da nachher landet? Nee, ich glaube auch, dass sich das noch irgendwie macht. Barbecue macht im Garten, ich war nicht so ganz sicher. Also auf der einen Seite finde ich das eine total schöne Vorstellung für diese Figur, die halt einfach sehr unstet ist und sucht und einfach die ganze Zeit eben in dieser Suchbewegung ist in den alten Serien. Und dass er da einen Ort gefunden hat, das finde ich für ihn eine total schöne Vorstellung. Ja, er bleibt da aber nicht. Ich habe nur gedacht, das ist irgendwie... Naja, ist er ja am Ende auch nicht. Also wenn wir so Richtung Ende der Staffel denken, dann sitzt er ja dann doch wieder reingezwängt in den Anzug. Was ich bei ihm immer mochte, war dieses auf der einen Seite kreativ, so ein bisschen anarchistisch. Also halt so Regeln sind gut, aber jetzt nicht zu viel davon. So Gesetze sind dafür da, dass man mal gut über sie nachdenkt und dann entscheidet, ob man sich dran hält. Gesetze sind da, um sie zu befolgen. Auch du. Das sagt ja nicht so snobistisch wie Picard. Ja, es ist irgendwie, der hat so was Bodenständiges. Irgendwie, das war so, ich weiß auch nicht, das ist so dieses, und gleichzeitig auch wenn man jetzt The Lower Decks ist so eine Zeichentrick auskoppelt, die fand ich auch ganz charmant. Da wird er, es ist auch eine Amazon-Serie, also wie gesagt, das ist Zeichentrick und es hat nicht so viel mit Star Trek eigentlich zu tun. Es geht, um es kurz zusammenzufassen, um die ganzen Lieutenants und Commander, die halt einfach gar keine Rolle spielen, sondern in den unteren Decks halt die ganzen Drecksarbeit machen. Und aber er kriegt immer wieder so eine Rolle, dass er halt der große Draufgänger ist. Das, die Teams von Riker sind die, die immer irgendwo hinfliegen, wenn es heißt, das kann man nicht mehr retten. Dann fliegt Riker und rettet es. So, das ist mir dann auch zu überspitzt an der Stelle. Aber ich habe, als ich ihn dann sah, zusammen mit Frau und Kind auf dem Planeten Barbie, also Pizza machen im Ofen. Mit den Tomaten, ne? So, und das war so ein bisschen, wo ich dachte, oh, da hat er doch ein bisschen Frieden gefunden, was man ihm so gewünscht hat. Ja, nein, genau das habe ich auch gedacht. Also ich habe gedacht, das ist gut für ihn, aber ich habe gleichzeitig gedacht, diese Lücke halt dazu, wie es dazu gekommen ist, die ist halt sehr groß und die müsste man wahrscheinlich sehr gekonnt schließen, damit das ganz plausibel ist. Ja, aber es knüpft halt eine Vorstellung davon an, das haben wir ja jetzt alle drei gesagt, das ist, dass man es ihm halt wünscht. Und ich glaube, dass da dann eher die Serienmacher an das anknüpfen, was sich die Leute so wünschen, als das, was an der Stelle tatsächlich glaubwürdig ist. Ich glaube auch, was die Serienmacher sich wünschen. Ja, ja, klar. Es gibt ja auch eine Szene in Voyager, wo Chakotay und
die Kommandantin. Ja. Denken, sie stecken auf einem Planeten fest und kommen da auch nie wieder raus, ja, und fangen an, dieses idyllische Leben miteinander zu entwickeln. Ja. Und dann werden sie zurückgeholt und sind beide traurig darüber. Ja. Weil's ja dann das gibt es ja als Fantasie, ne? Diese Robinson-Fantasie gibt es ja dann doch, ja, immer mal wieder. Ja. Bei Science Fiction, ne? Wir kommen auf den idyllischen Planeten. Ja. Ich fand bei Riker und Picard, jetzt fand ich nur, es sah ein bisschen zu sehr nach Amerika und Oregon auf dem Land aus. Ja. Also so der Barbecue und alles. Ja, ja, also wenn die jetzt schon auf einem anderen Planeten sind, könnt ihr das jetzt mal vielleicht ein bisschen anders aussehen lassen. Ja, genau. Also das ist dieses, dass es immer so aussehen muss wie auf der Erde. So und wie Amerika. Ja, wirklich, genau, ja. Okay, ja, da haben wir jetzt bei Picard natürlich Chalet Picard, was das Ganze so ein bisschen... Ein bisschen französisch, aber... Es kommt ja, auch Kalifornien. Haben die das natürlich versucht, ja. Ja, aber, auch wenn ein Engländer den Franzosen spielt, wo du dann sagst, den hätte doch eigentlich auch Engländer sein lassen können. Ja. Gut. Ja, ja. Ich sehe schon, wir hätten da ziemlich, ziemlich gute Ideen, wenn wir die SerienmacherInnen wären. Ich sehe schon. Mal sehen, was da noch mal rauskommt. Dass wir alle so Science-Fiction-Fans sind. Das ist, du kannst dir dann mal also, noch dann berichten. Haben wir noch ein Buch nennen, wo wir denken, das ist ein besonders gutes Science-Fiction-Buch. Ja. Habt ihr da eins? Ja, also da bleibe ich bei Dune. Einfach. Ja. Das ist, also es gibt ja wirklich eine ganze Handvoll und auch Andreas Eschbach, den ich sehr mag, der schreibt ja auch wirklich sehr intelligente Science-Fiction. Ja. Aber ich glaube, bei mir ist es wirklich Dune. Das war so eins der ersten, was ich gelesen habe, wo ich einfach sagen muss, das hat mich so reingeführt in diese große Politik und die Frage dieser großen Zusammenhänge, die einfach nur über diese Planeten und Ränke nur größer wird. Es ist im Grunde, es ist, also wie gesagt, das Ganze setzen wir aufs Land mit ein paar Inseln, das funktioniert genauso. Wobei ich Ready Player One auch nicht schlecht finde. Das ist auch gut gemacht, ist halt ein anderes Setting. Ist aber vom Storytelling her ähnlich qualitativ. Also auch da wieder Dystopie, wir sind alle im virtuellen Raum, wie verhält man sich dann da? Also gar nicht mal unbedingt dieses große in die Ferne gehen rein räumlich mit wir finden einen anderen Planeten oder sowas, sondern mit wir entwickeln uns technologisch so weiter, dass es egal ist, dass unser Planet brennt, was wir essen, was für Ressourcen wir brauchen, weil Hauptsache wir erhalten uns halt am Leben und das wirkliche Leben findet dann halt im virtuellen Raum statt. Ja, da muss ich, genau, dann erwähne ich noch ein ganz altes Buch, wo ich auch heute gar nicht mehr weiß, wie ich das finden würde, weil das hat man ja manchmal nicht, das mich maßlos beeindruckt hat, als ich noch ganz jung war. Und das ist, es ist nicht leicht, ein Gott zu sein, von den Strugatzky-Brüdern. Ja, sehr schön. Da geht's, genau, da geht es um Astronauten, die einen Planeten beobachten müssen, wieder sind wir bei der alten Theorie und sie dürfen nicht eingreifen und der ist mittelalterlich. Ja. Und die Gräuel, die sie sich angucken müssen, wo sie irgendwann sagen, wir können nicht mehr verantworten, nur zuzusehen. Ja. Auch immer noch eine der größten Fragen, der wir ja gerade auch wieder in großer Weise ins Gesicht gucken müssen. Das weiß ich, das hat mich unheimlich beeindruckt. Ja. Es ist nicht leicht, ein Gott zu sein. Und dann als Science-Fiction-Film noch Silent Running. Oh, das ist auch schön. Das hat bei mir, ich glaube, im Kopf so viel angestellt. Ja. Dieses Gefühl, dass da jemand alle anderen umbringt, nur um diese Gärten zu retten. Aber dass ich das sogar akzeptiere. Aber da sieht man mal, wie sehr auch da wieder Literatur oder Geschichten, wenn man dann jetzt die Serien mit dazu nimmt, einfach Spiegel von Gesellschaft sind. Ja. Und ob sie denn als Film oder als Buch oder was immer erzählt werden, ist uns Gott sei Dank allen dreien vollkommen egal. Ja. Da muss ich noch eins, ich weiß, wir haben, es wäre so schön, jetzt ans Ende zu kommen, aber dieser mit den Büchern, was mich sehr beeindruckt hat, das habe ich erst vor ein paar Jahren gelesen, obwohl schon sehr, sehr alt ist, Krieg der Welten. Ja, diese Idee zu sagen, die Menschen sind völlig, älter, die haben völlig verloren, die haben keine Chance und wer rettet uns dann? Bakterien und Viren. So, also das ist halt... Es kann so einfach sein. So, wir sind nicht die Großen. Also wir sind die Großen im Rahmen unserer Möglichkeiten, aber es gibt da viel mehr. Und da ist es manchmal gar nicht das, was aus den Weiten kommt, sondern das, was im Nahen ist. Genau. In Aging World sowieso, auch mit den Eloi, die unter der Erde, die Adligen, die oben leben und es ist wunderbar. Und die Arbeiter, die unten unter der Erde sind, inzwischen schon ganz entstellt davon sind, dass sie da unten leben müssen. Unglaublich immer noch. Ja. Nicht? Also. Und auch da wieder einfach so wahnsinnig viele Perspektiven dieses Genre einfach hat. Ja. Also das ist total beeindruckend.
So, da wir jetzt bei der Zeit schon am Ende sind, noch eine letzte Sache. Die Leute, die jetzt hier uns zugehört und zugesehen haben, die selber gar nicht so Science-Fiction-affin sind, was würdest du denen sagen? Womit sollen die anfangen? Wenn die jetzt sagen, okay, das hat uns überzeugt, das soll das Erste sein, was ich als Science-Fiction sehe, was würdest du sagen? Oh, das ist aber schwer. Ich weiß, ich bin Ja. bekannt für meine Schwierigkeiten. Das ist, also da musst du jetzt als Erste antworten, Jan. Oh, das ist wirklich schwer. Ja, siehst Ja, ich du? weiß, ich weiß, ich weiß. Aber ich Als glaube. so verschiedene, das ist genauso wie bei Fantasy, da könnte ich das auch nicht sagen, weil da gibt es so verschiedene Geschmäcker, was man denn sucht ab so einer Geschichte. Sagen wir Fernsehserie oder sagen wir auch. Fangen wir doch mit Serie an. Also bei Serie würde ich wirklich im Moment immer noch sagen Battlestar Galactica. Also das Also ist. weil ich einfach glaube, das ist so ein existenzielles Drama. Was Ja, passiert den ganz genau. Menschen, wenn die auch, und es geht um Demokratie und es geht um Existenz und es hat was Mystisches und es hat was sehr Technisches. Ja. Ja, ich glaube, das würde ich immer noch empfehlen, weil es einfach auch so unglaublich gut geschrieben ist. Vor allem, weil es einfach auch gut funktioniert. Also da kann man gut vorne anfangen und es sieht sich nicht so satt. Also ich finde gerade, wenn man jetzt mit den ersten Folgen Star Trek noch anfangen würde mit Ja, Kirk und und Spock. dann hat man eben die Kostüme sehen so seltsam aus und ja, da muss man erstmal alles drüber weg. Bei Battlestar ist das Einzige, wenn man nicht gerne wirklich viel Action sieht, ist es Ja. natürlich nicht geeignet, weil es Ja. ist viel Action. Das merke ich jetzt noch. Ich gucke es gerade wieder, während ich zeichne. Also Ja. ich muss Illustrationen machen und da ist es ein Ja. wunderbares Nebenher, weil ich es so gut kenne. Ja. Und da habe ich schon ein paar Mal gedacht, oh mein Gott, jetzt schon wieder. Nein, Ja. Leute, Ja. jetzt ist auch gut. Ne? Aber Also von besser als bei der alten Serie haben sie wenigstens unterschiedliche Richtig. Ja, bei der alten, die ist ja einfach nur, Ja. oder? Ja, da müssen wir nicht drüber sprechen. Also es ist schon erstaunlich, dass ein Remake so ein Lied nimmt und so viel, so ein anderes Niveau hat. Ja. Wobei ich finde jetzt gerade auch für jemand, der noch überhaupt kein Science Fiction angeguckt hat, fände ich Expanse, also jetzt für gerade, weil es halt sehr aktuell ist, das heißt, man hat auch Das Leute, stimmt mit denen man sich gut natürlich. drüber austauschen kann, um da reinzukommen. Es ist eine etwas andere Art der Science Fiction vom Storytelling. Aber ich finde, für den Anfang, um sich damit auseinanderzusetzen, ist es gar nicht so verkehrt. Und dann natürlich auch immer Blade Runner, ne? Ja. Ja, wobei der ist natürlich auch knackig, aber es ist Der ist großartig, knackig, aber da aber ist viel auf einem Haufen. ja. Ja. Da gibt es wieder mal keine eindeutige Antwort, Natürlich Florian. nicht, aber das macht's ja auch. Die haben So. wir doch nie am Schluss. So, ich habe das jetzt Gut. eingeleitet, wie man das so als ordentlicher Deutscher macht. Ich klatsche auf meine Oberschenkel und sage Richtig so. so. Cornelia, herzlichen Dank, dass wir wieder miteinander quatschen Bedanke konnten. mich wieder mal für das wunderbare Gespräch und ihr überlegt mal, was wir nächstes Mal besprechen. Genau, richtig. Wir schreiben einfach wieder und dann finden wir wieder einen Termin und wir freuen uns total. Es macht jedes Mal großen, großen Spaß und die Ja, Studis sind das hier ja war auch ein immer tolles begeistert. Thema, ne? Also, Ja, das ist das. Da könnten wir auch noch ewig weiter mitmachen, werden wir auch vielleicht gerne. Genau, machen wir dann bei Zeiten nochmal.